derzeit, ja, an denen kommt man quasi nicht vorbei, sind in aller Munde. Unterschiedlichste Gremien beschäftigen sich damit, eine Enquete-Kommission des Bundestages, eine Ethikkommission der Bundesregierung und zwar nicht umsonst, denn das, die Algorithmen und künstliche Intelligenz, was auch immer man dann darunter verstehen möchte, prägen unser aller Leben auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Wie genau versucht das Projekt Anna, das vernetzte Leben, zu zeigen und darüber aufzuklären? Und ich freue mich sehr, dass Nele Heise und Gina Schad da sind, die das Projekt für iRights e.V. verantworten und es uns jetzt vorstellen. Herzlich willkommen. Hallo, ja, Stichwort Algorithmen und Technik. Herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Bevor ich dazu komme, das Projekt ein bisschen vorzustellen, wollen wir euch erstmal Anna ein bisschen vorstellen. Das ist Anna. Anna ist 35. Sie mag Tee und Kekse, laufen gehen eher nicht so. Und Annas smarter Staubsauger weiß das übrigens auch. Also ihr wisst jetzt schon ein paar Sachen über Anna, vor allen Dingen ihr Alter ist ja auch ein wichtiges Datum. Ja, und Anna wundert sich so über einiges, was mit Algorithmen und KI und Big Data in ihrem Alltag so vor sich geht. Anna ist die Hauptfigur von dem Projekt Anna, das vernetzte Leben, das ich heute ein bisschen vorstellen werde. Gina ist auch mit im Raum, wenn er später Fragen hat. Mein Name ist Nele Heise. Worum geht es in diesem Projekt? Ingo hat gerade die drei Schlagworte, die entscheidenden Schlagworte ja schon genannt. Künstliche Intelligenz, Algorithmen und Big Data. Das sind einfach so Begriffe, an die kommt wahrscheinlich aktuell niemand so richtig vorbei, der sich nicht nur mit netzpolitischen Themen auseinandersetzt, sondern natürlich auch im medialen Diskurs häufig diskutiert werden. Das Projekt, das will ich mal vorab schieben, wird gefördert vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Ich gehöre zu einem Team von iRights e.V., die das Projekt durchführen. Und genau, worum geht es uns eigentlich? Wir haben zwei zentrale Fragen oder wir beschäftigen uns in dem Projekt mit zwei zentralen Fragen, nämlich welche Rolle spielen diese Technologien schon heute an vielen Stellen unseres Alltags? Und die zweite wichtige Frage, warum ist es eigentlich für Verbraucherinnen und Verbraucher wichtig, das zu wissen? Ich glaube, auf einem netzpolitischen Abend stellt sich die Frage eher nicht, aber bei Menschen, die sich nicht den ganzen Tag mit politischen oder technologischen Aspekten auseinandersetzen, die hinter diesen drei Begriffen stehen, ist das schon durchaus eine zentrale Komponente. Tut mir leid im Stream, ich sehe hier leider vor mir nicht, was hinter mir stattfindet, deswegen gucke ich hier immer etwas nach hinten. Das Projekt wählt einen besonderen Ansatz, um Wissen zu diesen drei Begriffen zu vermitteln. Ja, wir wollen erreichen, oder ein Ziel des Projektes ist Verbraucheraufklärung. Wir wenden uns also an eine relativ breite Zielgruppe, nämlich eigentlich jeden und alle, die zum Beispiel ein Smartphone in der Tasche haben. Und das sind eine ganze Menge Leute, das wisst ihr auch. Und die mehr darüber wissen sollten, wie funktionieren eigentlich diese Technologien, wie hängen sie auch miteinander zusammen. Und wir versuchen das auf der einen Seite durch Informationen, die wir den Leuten zur Verfügung stellen, und das ist das Besondere, glaube ich, des Projektes auch, mit eben dieser Figur, die wir entwickelt haben, und den Geschichten, die aus ihrem Alltag, die wir in ihrem Alltag erzählen. Vielleicht noch mal ein bisschen, warum wir das auf diese Art und Weise machen. Verbraucheraufklärung ist heutzutage gar nicht so leicht. Also wir haben so eine gewisse, nicht ganz so einfache Ausgangslage. Ja, wie vermittelt man eigentlich diese Themen? Die sind ja sehr komplex, die sind häufig auch sehr technologisch und gar nicht so leicht zu durchschauen. Und wir haben außerdem so eine gewisse Ausgangslage, wo eigentlich ja, viele Menschen bestimmte Anwendungen oder Dienste oder auch Produkte, ich sage mal sowas wie ein Fitnessarmband vielleicht, alles was man mit Self-Tracking zum Beispiel kennt, eher naiv nutzen. Das wird angeschafft, weil es vielleicht gerade im Angebot ist oder weil es gerade im Trend ist oder weil irgendwie die Werbung einen suggeriert, dass man das jetzt haben muss, sowas.
Und tatsächlich wird es dann angeschmissen, es ist bequem zu nutzen, es ist komfortabel. Das heißt also, wir nutzen das, ohne genau zu verstehen, was zum Beispiel mit unseren Daten passiert. Ja, das ist ein Problem, was, glaube ich, viele hier auch im Raum beschäftigt. Diese naive Nutzung wollen wir so ein bisschen angehen, dadurch, dass wir mal versuchen zu zeigen, mal Grundlagen zu erklären oder auf vereinfachte Weise zu erklären, wie zum Beispiel auf welche Daten solche Geräte zugreifen und tatsächlich auch praktische Tipps zu vermitteln. Ein weiteres Problem ist, das glaube ich auch viele kennen werden hier im Raum, dass doch die viele Verbraucherinnen und Verbraucher eher so eine Art Infomüdigkeit haben mittlerweile. Ja? Also noch ein Facebook-Skandal, noch irgendein Datenleck hier, noch irgendein Doxing-Fall dort. Also das hat auch ein bisschen was mit dem medialen Diskurs zu tun, der entweder so ein bisschen euphorisch vielleicht ist, was diese Technologien nicht alles können, oder vielleicht eher so dystopisch ist, dass sie die Menschheit zerstören. Also das ist natürlich, sagen wir mal, das sind so zwei Erzählmuster oder so zwei Erklärungsmuster, die es einem nicht sehr einfach machen, sich da zu positionieren. Das heißt, wir möchten also mit unseren Inhalten auch erstmal mit Informationen, die wir vermitteln, eine Möglichkeit bieten, sich mal abseits dieser zwei Schwarz-Weiß-Pole eine fundierte Meinung zu bilden. Und die Leute vielleicht auch mal mit was anderem abholen als nur Hacker mit Skimasken oder sowas. Also ihr kennt ja diese Geschichten oder die Bebilderung, die wir auch so aus dem medialen Diskurs, dann ist doch so eine Anna vielleicht auch etwas, womit ich mich eher mal identifizieren kann, sage ich mal so. Ein drittes Problem, mit dem wir so ein bisschen oder was wir auch sozusagen vor uns haben, sind total heterogene Zielgruppen. Also wenn ich Themen wie Datenschutz, wie Gerätesicherheit vermitteln will und mich an alle Verbraucherinnen und Verbraucher wende, dann sind die halt sehr unterschiedlich an diesen Themen schon interessiert. Ne? Also dann gibt es vielleicht welche, die wie ihr eher so tech-savvy sind, die sehr genau wissen, es gibt auch noch alternative Dienste, ich muss nicht nur Gmail benutzen und solche Sachen. Und dann gibt es halt eben Leute, die tatsächlich vielleicht auch gar nicht Zugang haben zu diesen Technologien, die wir aber auch mitnehmen wollen, weil sie vielleicht eine Meinung dazu haben. Wie wir, du hast gerade, Tasmo hat es ja auch gerade erwähnt, wie wollen wir sozusagen bestimmte Technologien in Zukunft gestalten? Also auch da ist auch wieder diese netzpolitische Komponente. Wie erreicht man Leute, die vielleicht am aktuellen Diskurs gar nicht teilnehmen können und möchten, weil sie über so ein Informationsloch eigentlich stehen. Skeptische Menschen wollen wir genauso erreichen wie Euphoriker, sag ich mal, grob gefasst. Wie setzen wir das Projekt um? Ihr habt ja Anna eben schon mal ein bisschen kennengelernt. Ihr werdet auch gleich noch ein bisschen mehr von ihr sehen. Wir haben zwei Ansätze. Das eine ist der narrative Ansatz. Das heißt, was wir machen, wir erzählen Geschichten. Anna ist eine Figur, die wir entwickelt haben. Die soll möglichst vielen Menschen sozusagen eine Möglichkeit bieten, da anzudocken. Ich bin so alt wie Anna, das kann ich jetzt mal laut sagen, also fast so alt. Ich habe sozusagen so einen Bezug zu ihr. Es könnte aber auch jemandes Schwester sein oder wie auch immer. Also wir wollten eine recht normale Person, sage ich mal, schaffen. Und wir setzen an Annas Alltag an. Also Anna ist durchaus interessiert daran, neue Technologie auszuprobieren, neue Geräte auch mal zu testen. Aber sie stößt immer wieder auf so Irritationspunkte, Konflikte oder manchmal wundert sie sich auch einfach, wenn sie diese eine Geschichte macht, das werdet ihr gleich auch nochmal in einem kleinen Film sehen, hat das diese und jene Konsequenzen und das versteht sie nicht so genau und das erklären wir dann sozusagen den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Was machen wir? Wir produzieren Kurzfilme, wir produzieren Podcasts, wir haben auch Erzählungen, die sind dann ein bisschen mehr auf die Zukunft gerichtet, also wir wollen nicht nur gegenwärtige Nutzung von diesen von verschiedenen Technologien vorstellen, sondern wir wollen auch ein bisschen in die Zukunft denken, also auch die Fantasie anregen, nicht nur die Leute neugierig machen, indem wir diese Anna-Figur Sachen erleben lassen, sondern wir wollen sie auch dazu anregen, so ein bisschen weiterzudenken.
Und genau, das ist so ein bisschen die erzählerische Komponente, die wir drin haben. Wir glauben, dass das verfängt, weil das sozusagen erstmal die erste Hürde senkt, sich überhaupt mit den Themen auseinanderzusetzen. Also es ist einfach was anderes, wenn ich vielleicht irgendwo einen Film sehen kann oder ein Hörspiel hören kann, wo eine Figur eine kleine Geschichte erlebt, als wenn mir jemand eine Infobroschüre hinlegt. So, jetzt lies das mal, 20 Seiten. Ne, also das ist so die Idee hinter diesen Narrativen. Gleichzeitig koppeln wir das mit Information. Narration und Information greifen ineinander. Das heißt, wenn diese erste Hürde mal genommen ist, können die Leute sich auf der annasleben.de Webseite informieren. Da haben wir kurze Sachtexte, die sind so geschrieben, einfach verständlich, hoffen wir jedenfalls. Also falls ihr da mal Feedback an uns habt, freuen wir uns natürlich auch sehr, falls das noch nicht verständlich genug ist, was wir machen. Wir bieten ein Glossar an, dass man mal so die Grundbegriffe einfach drauf hat. Ja? Also was versteht man eigentlich unter Algorithmen in einem Tweet so ungefähr, ist die Länge, die wir da haben. Wir führen auch Interviews mit Expertinnen und Experten, Datenschützern, Datenschützerinnen beispielsweise. Und was wir machen ist, ich habe es jetzt mal ein bisschen komisch als Outreach bezeichnet, wir versuchen tatsächlich auch mit Leuten in Kontakt zu kommen, die Medienpädagogik beispielsweise machen oder die Data Literacy versuchen bei Leuten zu erwirken und die sozusagen auch in der Bildungsarbeit tätig sind. Weil das ist am Ende das, was wir machen wollen. Alle Materialien, die wir herstellen, sollen natürlich auch zur Wissensvermittlung genutzt werden. Ja? Die Idee ist, mehr Wissen über diese Technologien zu schaffen und dann darauf aufbauend einen mündigen Umgang zu erwirken bei den Leuten. Der dritte Punkt, was uns ganz wichtig ist, neben einer Anna, mit der man sich vielleicht leichter als mit einem skimaskentragenden Hacker identifizieren kann, ist, dass wir einen Alltagsbezug herstellen wollen. Also es sind, wie gesagt, alles Technologien oder Beispiele, die wir aufgreifen, die es heute schon gibt, die heute schon so eingesetzt werden, die häufig gekauft werden, beispielsweise Fitnessarmbänder, habe ich schon genannt. Aber soziale Netzwerke spielen natürlich auch eine Rolle. Und ihr seht hier in der Mitte, wir haben vier Themen, die wir uns da rausgesucht haben, die dann doch auch teilweise viele betreffen, nämlich so ein Themenbereich, den wir haben, ist Tracking und Scoring. Da geht es also eher darum, was passiert eigentlich, wenn ich online was einkaufe oder wenn ich nach bestimmten Produkten suche. Ja? Das machen halt viele Leute, logisch. Zweiter Bereich ist Gesundheit und Medizin. Da wollen wir vor allen Dingen zeigen, Self-Tracking, was ist das eigentlich? Ist ja so ein bisschen so ein Trend aktuell offensichtlich für Leute. Da wollen wir nicht nur zeigen, wir wollen nicht nur diese kritischen Aspekte oder die Risiken, die hinter diesen Anwendungen stehen, sozusagen aufzeigen, sondern wir wollen auch zeigen, was sind die Chancen, die dahinter stecken. Also wenn ihr mal zum Beispiel an so bildgebende Verfahren in der Medizin denkt, das ist ja super, also wenn man Krankheiten früher erkennen kann. Wir wollen sozusagen den Leuten nicht nur zu einem etwas mündigeren und vielleicht auch bewussteren Umgang damit sie dazu anregen, sondern ihnen auch zeigen, in welchen Bereichen diese Technologien auch Chancen beinhalten. Soziales Leben, also ich sehe hier vorne schon jemand mit dem Smartphone, ist ein gutes Beispiel. Alltagskommunikation, das ist etwas ein Themenschwerpunkt, den wir gerade aktuell bearbeiten. Also wenn ihr da noch Ideen habt, ja, also wir gucken uns zum Beispiel mal an, wie funktioniert so eine Autokorrektur eigentlich im Handy. Also setzt sich niemand mit auseinander, aber alle benutzen es, alle kennen es, alle haben schon peinliche oder weniger peinliche Sachen damit erlebt. Also wir versuchen solche Beispiele wirklich aufzugreifen, wo wir wissen, dass ganz viele Menschen das eigentlich auch anwenden. Und Smart Home ist vielleicht ein Beispiel, was noch nicht so viel Verbreitung gefunden hat, aber es ist halt ein Markt, der sehr beworben wird. Also alles Mögliche an Smart Home-Technologien, vernetzten Geräten, ist halt ein Markt, der gerade aktuell sehr viel Aufmerksamkeit erfährt. Und auch da sollte man vielleicht, bevor man sich eine sprechende Glühbirne, nee, ich glaube, das gibt es noch nicht, aber bevor man sie sich halt in die Zimmer hängt,
schon mal wissen, wie funktioniert das eigentlich und was sind auch gegebenenfalls Risiken dieser Technologien. Ihr seht das Ganze, wir bündeln diese Texte, diese Filme, die wir haben und alles auf annasleben.de, das ist unsere Hauptseite. Wir kommen, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Ironie des Schicksals, aber nicht darum, eben auch auf den größeren Plattformen zu sein, wo die Leute sind und wo sie eben auch Medien nutzen. Ne? Und deswegen sind wir eben auch auf verschiedenen Plattformen, Facebook, YouTube, Spotify und SoundCloud vertreten. Darf man das hier sagen? Ja, ich war ja nicht ganz so einfach zu beurteilen. So, jetzt habe ich ganz viel geredet darüber, mal sehen, ob es klappt, Tastenkombination. Genau, also jetzt habe ich ganz viel erzählt, was wir so, warum wir das machen und was wir so alles anstellen. Und ist ja eigentlich Quatsch, euch das nur zu sagen. Ne? Wir wollen euch auch mal was zeigen. Wir haben sozusagen einen kleinen Film mitgebracht. Vorhin hat das super geklappt. Ja, also wir ist ein bisschen wie Anna, die erlebt auch so manchen Fail. Leertaste einfach drücken. Ja, das klingt doch schon mal. Ich habe vorhin gesagt, wir machen diese Filme. Wir haben heute ein bisschen das Glück, dass wir einen der Produzenten dieser Filme hier im Haus haben, Mario. Sixtus sitzt hinten an der Bar und winkt ganz freundlich, das freut mich. Und vielleicht habt ihr ja auch Fragen an ihn nachher. Und in diesem Sinne würde ich erstmal sagen, weil heute Safer Internet Day ist, haben wir uns den Film zum Thema beobachtet und bewertet ausgesucht. Ja, für 19 Uhr. Prima. Dann bis später. Anna möchte endlich mal wieder richtig gut chinesisch essen gehen. Und dafür habe ich mich bestimmt eine halbe Stunde lang durch alle Bewertungs- und Empfehlungsseiten im Netz geklickt. Und jetzt weiß sie, das beste chinesische Restaurant der Stadt ist das Tai Tung. Anna hat noch ein wenig Zeit und liest im Netz ein paar Nachrichtenseiten. Auffällig viele Werbeanzeigen zeigen ihr chinesische Restaurants. Das ist keine Hexerei. Die Suchmaschine merkt sich, wofür ich mich interessiert habe, und dann zeigt sie mir auf den anderen Websites Reklame dafür. Unterwegs zum Tai Tung. Die Smartphone-Maps zeigen Anna den Weg. Das nervt jetzt schon ein bisschen. Auch die Karte zeigt mir alle chinesischen Restaurants in der Nähe. Dabei habe ich mich doch schon entschieden. Anna überlegt, was, wenn diese Entwicklung so weiterginge? Was, wenn noch mehr Menschen und Firmen ihre Schlüsse daraus ziehen, was ich online so mache? Mein Freund hat von Ihnen einen viel günstigeren Handyvertrag bekommen. Was soll das? Der Verkäufer kann daran gar nichts ändern. Welchen Handyvertrag du erhältst, das bestimmt dein Scoring. Das ist ein geheimer Wert, der deine Kreditwürdigkeit angibt. Aber ich bin doch fest angestellt und verdiene regelmäßig. In dein Scoring wird noch viel mehr reingerechnet. Eine künstliche Intelligenz schaut sich an, was du auf Social Media so treibst. Was für Fotos und Videos du online veröffentlichst, welche Postings du likest, mit wem du befreundet bist und in welchen Gruppen du diskutierst. Aber was hat das denn mit meiner Kreditwürdigkeit zu tun? Die Entwickler dieses Systems behaupten, sie könnten auf Basis von Online-Verhaltensmustern viel zielgenauer Risikokunden erkennen als die üblichen Dienste. Und warum ist mein Scoring so mies? Vielleicht sagt der Algorithmus, dass Menschen, die viel chinesisch essen gehen, oft ihre Handyrechnung nicht pünktlich bezahlen. Wer weiß. Etwas weiter gedacht reißt Annas Pechsträhne nicht ab. Die Wohnung, für die ich mich interessiere. Ich bin überhaupt nicht zur Besichtigung eingeladen worden. Mein Profil passe nicht, sagte der Vermieter. Eine künstliche Intelligenz hatte Annas Online-Verhalten analysiert und berechnet, sie käme als Mieterin nicht in Frage. Aber warum denn? Vielleicht ja, weil sie über ihren Prepaid-Handyvertrag gepostet hatte oder weil sie gerne chinesisch essen geht. Wer weiß. Was soll ich denn machen? Gar nichts mehr auf Social Media? Puh, ich male mir echt immer die schlimmsten Sachen aus. Das sollte ich mir mal abgewöhnen. Thorsten! Anna! Du bist doch Offliner, seit wir uns kennen. Kein Facebook, kein Smartphone, keine E-Mail. Stimmt. Online-Verhaltensmustererkennung kann dir dann ja gar nichts. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Siehst du? Du hast es gut. Von wegen. Ich habe mich auf eine Stelle beworben, auf die ich perfekt gepasst hätte. Und? Ich bin noch nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Warum das denn? Weil die KI keine Daten über mich finden konnte, sagte der Personalleiter. Wie bitte? Ja,
Wenn eine Person gar keine Informationen über sich online hat, dann stimme wohl irgendwas mit ihr nicht, sagte er. Kein Profil sei eben auch ein Profil. Ein schlechtes. Ja, Mensch, da hat er den verdienten Applaus bekommen, den Mario. Genau, das war also die zweite Folge. Es sind mittlerweile 3 Folgen dieser Kurzfilmreihe, wo man Anna hören und sehen kann. Auch online. Wir arbeiten gerade an dem 4. Beitrag zum sozialen Leben. Also wenn ihr Input für Mario habt, sprecht ihn nochmal an. Das Ganze findet ihr nicht nur auf YouTube, sondern natürlich auch auf unserer Webseite. Was uns ganz wichtig ist, dass diese Materialien auch benutzt werden. Also man könnte sich ja vorstellen, dass zum Beispiel dieser Film jetzt mal in der Entscheideretage eines großen Unternehmens läuft oder sowas, damit da auch mal ein bisschen vielleicht diskutiert werden kann über diese Themen. Oder auch in der Schule natürlich, in irgendeinem Jugendclub oder in der Erwachsenenbildung, das ist natürlich unsere Hauptzielgruppe, sage ich mal so, und dass man das nimmt, zum Beispiel über diese Themen zu diskutieren, zu reflektieren, und ihr habt ja gesehen, es ist auch in die Zukunft gedacht, dass man vielleicht dahin kommt zu überlegen, ist es denn, wäre das denn was Wünschenswertes, ja, dass solche Dinge passieren. Ihr findet die Sachen bei uns auf der Webseite. Wir haben da einen Bereich, wo man Sachen runterladen kann. Das Tolle ist, wir können das mit Creative Commons Lizenzen versehen. Das heißt, die Sachen dürfen genutzt werden, sollen bitte genutzt werden, in allen möglicher Form. Was wir gerade machen, wir stellen die Materialien so zusammen und mit einer pädagogischen Handreichung beispielsweise zur Verfügung. Also alle, die ein paar Hinweise dazu haben wollen, wie kann man das eigentlich einsetzen, mal überlegen wollen, in welchem Bereich möchte ich die Materialien einsetzen, werden dort fündig. Das Projekt läuft noch bis Ende März. Die Seite wird danach weiter online bleiben und wir bedanken uns, dass wir das Projekt hier ein bisschen vorstellen konnten und freuen uns auf eure Fragen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Nele. Und da kommt auch Gina Schade, die ich vorhin schon einfach mit angekündigt habe, die jetzt mit Frage und Antwort steht. Herzlich willkommen. Fragen, Kommentare, Rückmeldungen. Da hinten, wie komme ich da hin? Okay, zum Mischungsverhältnis des Tons, Musik, Sprache. Wenn ihr ältere Leute ansprechen wollt und vielleicht Leute, die nur noch auf einem Ohr hören können, es ist eine Unsitte im Moment, auch im TV, sollte das Mischungsverhältnis ein bisschen, ich weiß, Mario sitzt da hinten irgendwo, ne? Naja, sollte das ein bisschen geringer sein. Also 3 dB war sonst immer der Unterschied und ich empfehle hier 6 dB, gerade in den Szenen, wo die Bässe so dröhnen. Es wird geklatscht, aber vielleicht ist das auch die Toneinstellung, die besondere hier in der Seabase. Eine allgemeine Anregung. Niemals das Mikrofon abgeben. Erstmal super, dass ihr die Sachen als Creative Commons raushaut. Jetzt will ich das in unserer Firma natürlich sofort nutzen und dort auch in die Masse bringen, damit sowohl Entwickler als auch Entscheider, sehr gut, das dann auch verinnerlichen. Jetzt ist nur meine Frage, du sagtest gerade gegen Ende irgendwie, das läuft 05/2019 aus. Ist denn noch Planung, dort dann zusätzlichen Content nachzuschieben? Also lohnt es sich in der Firma eine Kampagne, um eure Kampagne rum aufzuziehen, weil man weiß, da kommt noch Nachschub an Content oder werden wir dann verhungern? Also es gibt ja diese 4 Szenarien. Das Projekt läuft noch bis Ende März, also jetzt wirklich nur noch 2 Monate. Es gibt diese 4 Szenarien, die wir dann online gestellt haben. Es gibt, wie Nele schon gesagt hat, eine pädagogische Handreichung. Es werden ausführliche Begleitinformationen geben und natürlich auch die einzelnen Dossiers. Also es ist schon mal insgesamt eigentlich sehr viel Material. Ansonsten ist gerade noch offen, ob wir einen Folgeantrag stellen werden. Wahrscheinlich schon.
Es gibt noch genügend Bereiche und Geschichten, die man rund um Anna erzählen kann. Deshalb hoffen wir natürlich auch, dass es eventuell weitergeht. Aber genau dazu können wir jetzt noch nichts sagen. Aber gerne benutzen. Weitere, ja bitte. Dieses Bild, was ihr gerade gezeichnet habt mit dem Scoring-System oder was da in diesem narrativen Film gezeichnet wurde, wie kommt ihr darauf? Also worauf basiert das? Das müssten wir vielleicht fast den Mario fragen. Also wir versuchen zunächst mal einzelne Begriffe zu erklären. Ja? Also wie funktioniert Scoring, an welchen Stellen, auf welcher Grundlage welcher Daten beispielsweise. Wir können das immer nur sehr allgemein halten, ne? Weil das Ziel ist ja so die grundsätzliche Funktionsweise, die sich ja auch mit technologischem Wandel immer weiter ändert, ja? Stand 2018. sozusagen herzustellen und versuchen das gerade in den Videos auch ein bisschen weiter zu denken. Sprich, was könnte man damit alles noch anstellen? Und vielleicht ist es ja, wenn man an so ein Social Credit System, Social Scoring Systeme in manch anderen Ländern auf der Welt denkt, nicht so weit gedacht. Ne? Die Frage ist halt, wollen wir das generell, dass es hier auch so sein wird? Das ist dann vielleicht der etwas dystopischere Anklang, den man dann manchmal hat, wenn man mit diesen Themen arbeitet. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage ein bisschen. Also vielleicht als Ergänzung, Facebook hat ein Patent angemeldet, ja, ich glaube, es war 2015, mit dem sie für eine Technologie, mit der sie aus dem Social Graph, aus Freundesnetzwerken Kreditwürdigkeitsberechnung machen wollen. Das haben sie bislang noch nicht umgesetzt, aber das Patent dafür gibt es. Also das wäre ja zum Beispiel eine Quelle. Weitere Fragen oder Kommentare? Yes. Danke. Ich frage mich, was ist mit so Spyware oder so? Also bei genau solchen Themen fehlt mir irgendwie so viel Content in Deutschland. Ob ihr da mal drüber nachgedacht habt, da mehr zu arbeiten, auch nicht nur zwischen Individuen und Unternehmen, sondern auch zwischenmenschlich. Da steht richtig viel an. Ja, also das so ein bisschen die Frage Verantwortung und Konsequenzen, Vor- und Nachteile sozialer Vernetzung gehen wir jetzt auch gerade an. Was wir in den Sachtexten, die ich erwähnt habe, auf der Webseite immer mal haben, ist auch so ein bisschen so ein Serviceanteil im Sinne von, was kann man machen, um zum Beispiel Datenspuren zu verringern. Im Kontext vernetztes Wohnen haben wir zum Beispiel so Sicherheitsupdates mal angesprochen. Das sind, glaube ich, so die Berührungspunkte auf einer Ebene, wie man sie mit einem Projekt schaffen kann. Ne? Ansonsten wäre das, glaube ich, dann schon wieder, obwohl es so wichtig ist, dann das Folgeprojekt, wo man dann sagen könnte, ja, jetzt wollen wir hier noch mal mehr ins Detail gehen mit den einen oder anderen Sachen, weil das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, die wir oft haben. Man eignet sich selber ja auch Wissen an oder überlegt, wie kann man sowas gut oder gut runterbrechen, dass man dann leider auf vieles im Detail verzichten muss. Ne? Wir versuchen aber so viel wie möglich Andockpunkte zu geben. In der Handreichung beispielsweise haben wir dann eine kommentierte Linkliste, die wird auch auf der Webseite sein, wo man dann wirklich nochmal auf weiteres Material stoßen kann. Also versuchen die Webseite auch ein bisschen als Hub für Bildungsmaterialien zu sehen und nicht nur auf das zu fokussieren, was wir produzieren im Projekt. Genau, und die Webseite wollte ich noch kurz ergänzen, die wird auf jeden Fall auch weiter bestehen bleiben. Genau, das heißt, man kann sich die Sachen auch nach Projektende gerne noch anschauen. Und allen, die sich ganz praktisch mit Fragen von Schadsoftware und Sicherheit von eigenen Geräten auseinandersetzen wollen, könnten zum Beispiel mal zu einer Krypto-Party gehen. Wer kann sagen, wann die nächste Krypto-Party in Berlin stattfindet? Okay, hier zum Beispiel jeden dritten Freitag im Monat. Da geht es ganz praktisch. Gutes 15. Februar, ich sage es mal laut weiter, für alle, die auch im Stream sitzen. Ich wollte noch einen Hinweis, Krypto-Party ist auch ein Thema in einer Podcast-Folge, ja, wo dann Anna mal zur digitalen Selbstverteidigung ansetzt. Also wir haben durchaus solche Themen auch mit drin, die sind so ein bisschen dann verstreut zwischen den Formaten. Gibt es noch weitere Fragen oder Kommentare von euch? Ansonsten hätte ich noch eine abschließende Frage. Könnt ihr was zu, wenn es jetzt bald schon vorbei ist, eigentlich so zu so Reaktionen sagen, Reichweite, Rückmeldungen auf das Projekt?
Also Rückmeldungen haben wir viele, weil wir schon durchaus auch eingeladen werden, dann zu Podien oder gerade auch zu Workshops, also zu dieser Hands-on-Vermittlungsarbeit. Ne? Also zu sagen, im Bildungsbereich merken wir das schon sehr, dass es da auch einen Bedarf gibt, auch mal solche Materialien, die so ein bisschen eher eine Fantasie anregen oder ihr habt ja hier auch gelacht, ein bisschen Humor kann auch mal nicht schaden, sag ich mal so. Also dass man nochmal so, ja, aber dass man da nochmal einen anderen Weg sucht, um diese Themen, die ja dann doch oft sehr, sehr ernst sind, auch mal zu vermitteln. Also das merken wir auf der einen Seite. Natürlich KI ist ein Dauerbrenner gerade aktuell. Ich glaube, alle, die in dem Bereich was machen. Und auch da glauben wir, oder das ist meine Wahrnehmung, dass Veranstalterinnen und Veranstalter auch recht froh sind, dass sie nochmal etwas haben, was sozusagen über ein rein Talk-Format oder sowas hinausgeht. Gina kann vielleicht noch ein bisschen zur Resonanz noch mehr sagen. Also es hat schon ein paar Monate natürlich gebraucht, ne? Bis am Anfang ist noch nichts online, wir haben sozusagen eine leere Webseite, haben vielleicht dann das erste Szenario gelauncht und wollen, dass alle das sozusagen weiterverbreiten. Und das dauert immer ein paar Monate und jetzt sind wir eigentlich in der Position, wo das Projekt noch 2 Monate läuft und wir das alles jetzt auch gar nicht so wirklich, also wir sind jetzt gerade noch dabei, die letzten Sachen fertigzustellen und das Szenario vorzubereiten. Und jetzt ist es auch so, dass wir auch ein paar Sachen absagen müssen. Aber so Projekte, die auch vom Ministerium gefördert werden, haben meistens auch nur eine Laufzeit von 1, 2 oder vielleicht 3 Jahren. Deshalb, wir haben alles gegeben jetzt in den letzten Monaten und würden uns natürlich freuen, wenn die Materialien und Sachen, die wir dann online stellen, auch noch weiter genutzt werden. Dann sagen wir mal vielen Dank und good luck für die letzten Monate.